Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevola und heute würde ich Ihnen gerne etwas zu Absicherungsstrategien sagen. Ich denke generell, wenn man sich den Markt jetzt diese Woche anschaut, ist das zur aktuellen Situation immer ein wichtiges Thema. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich können wir in der Kürze der Zeit nicht auf alle Details eingehen, aber ich habe mal ein, zwei Dinge vorbereitet. Ich glaube, die einfachsten Geschichten, um Absicherung durchzuführen, ich mache Ihnen den Chart mal etwas größer, sind natürlich Volatilitätsgeschichten. Wann nimmt die Volatilität zu? Genau in dem Moment, wenn die Märkte crashen, wenn der Markt nach unten geht. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen kleiner ziehen. Gut sehen. Nochmal, wir machen es vielleicht ein kleines Stück. So, nochmal noch zum Vergleich. Das, was wir aktuell hier im Bild sehen, war der Crash im März, aber als Ausschlag auf die Volatilität. Das heißt, wir hatten hier eine Volatilität in der Spitze, das ist der Index der Volatilität von 85. Aktuell, jetzt durch diese Woche, sind wir jetzt auf 40 gestiegen von 27. Das heißt, um die Spitze vom März zu erreichen, von Mitte März, braucht es natürlich noch einiges. Aber genau so kann natürlich eine Absicherung aussehen. Weil wir wissen, wenn der Markt nach unten geht, geht natürlich dementsprechend die Volatilität nach oben. Jetzt werden Sie sagen, den Index als solches können Sie natürlich nicht handeln. Da haben Sie recht. Es gibt aber die Möglichkeit, das über einen Future zu tun oder über Optionen. Das heißt, Optionen müssen Sie vielleicht auch nicht ganz so viel investieren. Da ist es immer ganz gut, wenn man genau ausrechnet, wie viel Prozent seines Depots möchte man denn absichern. Und genau für so ein Szenario, wie wir es vielleicht im März hatten, bieten sich da Call-Optionen im Index auf 50, 60, 70 an, dass man wirklich für ein Worst-Case-Szenario hier abgesichert ist, auch vielleicht dann auf die Reaktion nach den US-Wahlen dann nächste Woche. Das wäre die eine Möglichkeit. Natürlich können Sie auch jede Position im Prinzip einzeln absichern, dass Sie sagen, Sie sind Buy-and-Hold-Investor und wollen das für einzelne Positionen durchführen, die vielleicht etwas schwankungsintensiver sind. Da gibt es die Möglichkeit, das mit einfachen Put-Optionen zu machen auf die jeweiligen Produkte, auf das jeweilige Underlaying, dass man einfach sagt, wenn die 30, 40, 50% verlieren, dass sie da irgendwo eine Absicherung haben. In dem Moment können sie hier weit aus dem Geld liegende Put-Optionen kaufen. Und ich glaube, um da so einen gewissen Einstieg zu finden, können Sie sich gerne hier dann auch die anderen Videos zur Einführung in den Optionshandel anschauen, dass man mal so den Einstieg sieht, wie beginnt man, was ist denn in eine Put-Option. Ich glaube, das macht in der Form wirklich Sinn. Ansonsten für viele vielleicht auch noch eine Variante, identisch zu dem, was wir, gehen wir hier auch mal auf den längerfristigen Chart, identisch zu dem, was wir jetzt gerade in der Volatilität selbst gesehen haben, gibt es auch ein ETF. Das ETF auf die Volatilität ist für, ja, sagen wir Leute, die jetzt in der EU wohnen, nur bedingt handelbar. Aber auch hier gibt es natürlich die Möglichkeiten, Optionen darauf zu handeln. Oder natürlich, wenn man die Erlaubnis hat, auch dieses ETF direkt zu kaufen. Und auch da nochmal kurz zum Vergleich. Wir hatten knapp 80 beim ETF. Das ist der VXX, wird vielen ein Begriff sein. Das gibt es auch nochmal als gehebeltes ETF. Also es gibt sehr, sehr viele ETFs, die sich genau mit diesen Dingen der Volatilität auseinandersetzen. Und das sind meines Erachtens die leichtesten Methoden, sein Portfolio abzusichern. Aktuell liegt es hier bei 27. Problem beim ETF, da ist natürlich auch so ein Zeitwertverfall drin. Sonst könnte man natürlich sagen, was hier recht einfach zu identifizieren ist. Die Volatilität hat ja immer eine Grundschwankung und irgendwann bricht es wieder aus. Das heißt, man müsste ja rein theoretisch sonst nur das ETF zu Niedrigstpreisen kaufen und warten, bis der nächste Crash kommt. Dann könnte man immer leicht Geld machen. Es ist ja fast Arbitragehandel in dem Fall. Deswegen immer darauf achten, bei längeren Bewegungen wird das ETF rein theoretisch gegen Null gehen. Gibt immer solche genannten Reversal Splits, dass dann vier Aktien zu einer umgewandelt werden, um den Preis ja, auf einer Ebene zu halten. Also von daher, das sind die einfachsten Varianten, die einfachsten Methoden. Entweder direkte Puts auf die jeweiligen Produkte, die Sie jetzt im Depot haben, weit aus dem Geld, dass Sie nicht so viel investieren müssen für die Absicherung. Es ist im Prinzip wie bei einer Versicherung, wie es der Name schon sagt, die kostet immer Geld und so ist es auch bei den Märkten. Wenn Sie sich irgendwo absichern wollen, müssen Sie schauen, wie viel Prozent des Portfolios wollen Sie absichern, was sind für Sie die kostengünstigsten Varianten.
Und ich glaube, das Einfachste sind sogenannte Volatilitätsprodukte, entweder direkt der Index oder ETFs, wenn Sie die Möglichkeit haben. Ansonsten direkte Optionen auf die ETFs oder auf den Index würde ich in dem Fall auch empfehlen. Und soweit die Märkte, glaube ich, volatil bleiben, und es wird immer ein interessantes Thema sein, die Volatilität selbst und Absicherung, werden wir natürlich hier noch weitere Dinge Ihnen zeigen. Von daher verpassen Sie bitte keines der nächsten Videos. Subscriben Sie hier zu unserem Channel, sodass Sie auch bei den nächsten Videos genau wissen, was die Inhalte sind und wie Sie Ihr Depot hier besser absichern können. Vielen Dank.